Willkommen YouTube, lange ist es her, wirklich sehr lange ist es her, als wir das letzte Mal eine normale Runde Palworld gespielt haben, ohne HC-Challenge, irgendwas dergleichen. Damals war ich noch im Game Pass unterwegs, jetzt bin ich in der Steam-Version. In der Zwischenzeit hat sich ein bisschen was verändert, wir haben natürlich ordentlich Materialien dazu bekommen und... Wir wollen heute einmal, also ich habe hinten auch noch meine Zuchtstation, da habe ich aber noch nicht so viel gemacht, denn uns fehlen noch so ein paar Weltbosse. Gleich werden wir erst einmal das Mammut machen, weil es hier direkt neben ist. Im Anschluss würde ich sagen, werden wir, glaube ich, diese Insel mal durchführen. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendetwas fangen werden, weil ich richtig gammelige Sphären habe. Jonum Tide werden wir machen. Anubis werden wir machen. Und dann schauen wir mal. Denn ich muss langsam mal anfangen zu farmen. Ups, das war falsch. Und auch ordentlich... Ja, Pals aufzubauen. Ich wollte schon Temtem sagen. Aber wir sind ja hier in Palworld unterwegs, nicht bei Temtem. Genau, also Weltbosse umhauen, um einerseits die Technologiepunkte zu bekommen. Vielleicht fangen wir irgendwas. Und nachdem die hier dann auch down sind, habe ich auch alle Zeit der Welt, sie dann auch mal in Ruhe zu fangen. Wird wahrscheinlich dann offscreen passieren, weil ich auch noch nicht so geile Sphären habe. Ich könnte zwar ein paar herstellen, müsste ich aber nochmal machen. Ihr habt es ja auch gesehen, ich habe so ein bisschen Ressourcen aufgebaut. Ich habe jetzt eigentlich alles Wichtige zusammen, auch an Fließbändern, an Hochöfen, das, was man so braucht. Somit brauche ich jetzt quasi die Materialien nur noch, um Waffen herzustellen. Ihr seht es auch, ich habe nur die Armbrust. Ich habe zwar die blaue Variante der Armbrust, aber es ist nur eine Armbrust. Also es wird auch langsam mal Zeit. So, es wird nicht nur Zeit, mal ein anderes Pal rauszuholen, sondern es wird auch langsam mal Zeit, ja, eine bessere Waffe sich zu organisieren. Ja, unser Vögelchen performt hier gleich deutlich besser. Ich war ja sehr lange von unserem Pflanzenvieh überzeugt. Aber der Vogel macht, meine ich, deutlich mehr Damage. Gut, hier haben wir natürlich auch den Vorteil, Feuer gegen Gras. Was auch interessant ist, es gibt neue Tutorials. Oben rechts könnt ihr es ja sehen. Einmal im Naturschutzgebiet müssen wir etwas fangen und dann auch noch die Türme. Wow, sehr viel Palöl. Gut, mittlerweile kann man das Palöl auch über die Farm bekommen. So schlau bin ich schon geworden. Ich habe nämlich auch einiges an Patches nicht mitbekommen. Aber drei von den antiken Bauteilen finde ich cool. Bislang war zwei das höchste in den Dungeons. Und das waren noch nicht mal hohe Dungeons. So, hier habe ich auch noch die Marker, wo wir hin müssen, in welche Höhle. Wir greifen uns erstmal den hier oben. Den habe ich gestern nämlich auch im Naturschutzgebiet gesehen. Ich konnte ihn aber nicht fangen, weil er war Stufe 50 und hatte auch, glaube ich, den legendären Effekt drauf. Und ich hatte richtig gammelige... Na, wie heißen die? Richtig gammelige Sphären. Deswegen keine Chance, ihn zu fangen. Aber dafür habe ich Jonum Tide Ignis gefangen. Und interessant ist auch, mittlerweile gibt es ja Schriftrollen für EP. Finde ich sehr cool, sehr interessant. Hat mir dann auch geholfen, meine Pals nochmal auf Stufe 50 hochzuziehen. Ich glaube, Madame war Stufe 50 und alle anderen waren erst Mitte 40. Also das hat noch ordentlich gedauert, bis ich dann wirklich alles auf 50 hochgezogen habe. Und dann natürlich auch das ein oder andere Pal war deutlich eher auf 50.
Gut, aber genug geschnackt. Wir werden gleich kämpfen müssen. Der hier ist nochmal 10 Level höher als das, was wir eben umgehauen haben. Und wie eben auch wichtig ist, dass wir erst einmal das Pall umhauen. Fangen kann ich dann später machen. Ah, da fällt mir auch ein, hier hat sich auch ein bisschen was verändert. Ich kann mich zum Beispiel auch an diesen Feuerbogen gar nicht mehr dran erinnern. Giftbogen gab es, meine ich. Aber auch hier im rechten Bereich. Erzbruch ist neu dazugekommen, seitdem ich gezockt habe. Rücksichtnahme, Ring der Rücksichtnahme kann man auch kaufen für 30.000 Gold. Werde ich auch höchstwahrscheinlich machen, weil die antiken Bauteile und Metallbaren, gut, an die komme ich zwar schnell ran, aber egal, 30.000 ist nicht so viel. Dann ist auch neu dazugekommen, hier so eine Art Ruhestein, funktioniert aber nicht in Dungeons. Dann haben wir hier nochmal Erzbruch 2. Da bin ich gespannt, was das ist. Bei dem normalen Erzbruch bekommen wir Erz. Ah, in großen Stile wahrscheinlich einfach nur verbessert. Beschwörungsaltar habe ich schon gebaut. Ich habe aber keine Ahnung, wie man damit Viecher beschwört. Dann haben wir hier eine Brille der Begabung, wo wir auch nochmal die potenziellen Werte sehen. Sehr interessant, sehr cool. Wahrscheinlich auch fürs Züchten sehr gut. Einen sehr geilen Brutkasten, der permanent die Temperatur auf dem richtigen Level hält. Genial. Ich habe aber keine Ahnung, woher man antike Kerne bekommt. Und das war's dann, glaube ich, auch. Hier ist auch hier und da nochmal irgendwie was Neues aufgetaucht. Aber im Bereich der antiken Geschichten finde ich das schon sehr nice und lecker, was dort teilweise so zu finden ist. Deswegen muss ich unbedingt auch die Weltbosse umhauen. So, da ist der Kollege. 3600 Leben ist gar nicht mal so viel. So, da haben wir jetzt nämlich eine Steinscherbe. Kann sein, dass man die für den Beschwörungskreis benötigt. Ich habe aber schon mal eine Scherbe benötigt. Nichts ist passiert. So, der Kollege ist für Stufe 48, würde ich sagen, ein bisschen schwach auf der Brust, zumindest HP-technisch. Ja, super, da hat er mich erwischt. Heiltränke gibt es mittlerweile auch. Stimmt, die hätte ich eigentlich auch einpacken können. So, ich habe die Agro von dem Vieh. Aber ich habe die Agro auch permanent. Ich habe ihn jetzt noch nicht mal angegriffen und habe trotzdem schon wieder die Aggro. Das kommt daher, dass ich ihn vorhin gemobbt habe. Shit, nicht ausgewichen. Und ich bin down. Shit. Gut. Dudemeister hat mich permanent angegriffen und anvisiert. Ich muss mal eben schauen. Da haben wir die Dinge. Sehr schön. Ja,
mittlerweile gibt es hier auch die Edelsteine, die man anscheinend nur verkaufen kann. Und hier sind noch so ein paar Schriftrollen für EP. Interessant finde ich auch, dass man die Heiltränke quasi hier mit aufnehmen kann in die Ernährungsslots. Oh, sehr schön. Das ist ja sehr angenehm. Also, ich muss meine Sachen gar nicht mehr aufsammeln. Bei der HC-Challenge lag ja wirklich alles auf dem Boden. So, dass wir uns alles neu holen mussten. Hier jetzt zum Glück nicht. Also, um den Kampf noch ein bisschen einfacher zu machen, habe ich natürlich die Möglichkeit, mir bessere Ausrüstung zu organisieren, Waffe und Verteidigung, weil ich auch nur die normale Metallrüstung habe. Da gibt es ja auch die Palladium-Metalle oder so und da auch die entsprechende Palladium-Rüstung gibt uns auch nochmal mehr HP. Also ich glaube, so auf 5000 HP könnte ich noch kommen. Dann neue Waffe, klar. Und ich könnte natürlich noch das ein oder andere Pall nehmen, was eventuell besser geeignet wäre. Der hat jetzt Drachen und war das Feuer? Für Drache müsste, glaube ich, Eis effektiv sein. Oder war das Dunkelheit? Also Schatten. Keine Ahnung, werden wir gleich sehen. Ich habe auf jeden Fall nach wie vor Probleme, seinen Angriffen auszuweichen. Ja, komm, greif ihn an. Okay, also Drache und Dunkelheit. So, ich lasse das Ganze mal euch austragen. Ja, shit. Ja, ihn angreifen macht aber auch nicht so viel Sinn. Denn mit meinen 20 Schaden, die ich hier mache. Ja, aber Ignis macht hier auf jeden Fall schon mal guten Damage. Ja, shit. Ah, shit. Am Stein hängen geblieben. Schon wieder am Stein hängen geblieben. Nice. Heiltrank würde ich jetzt ungern nutzen, denn ich glaube, für das nächste Mal brauchen wir die. Ja, kann ich natürlich komplett vergessen. Oh, okay, mit Terrasphären könnten wir ihn theoretisch fangen. Ihn brauche ich auf jeden Fall für die Zucht. Okay, aber Terrasphären reichen eigentlich
aus. So, Kollege, greif ihn mal an. Da ist er down. Okay, also den können wir definitiv fangen. Und dafür brauche ich noch nicht mal die... Oh, sehr viel antike... Die Drachenkugeln, keine Ahnung, wofür man die braucht. Da hätten wir auch noch mal Steinkohle. Was haben wir hier? Schwefel wahrscheinlich, ne? Ja. Gut, ihn haben wir erledigt. Da haben wir auch 2 Punkte erhalten. Ich glaube, wir werden auf diese Brille erst einmal sparen. Die Brille, dann Erzbruch Nummer 2. Aber wir düsen jetzt erstmal zum nächsten Pall. Das nächste Pall will ich auch auf jeden Fall haben. Ich muss mal eben auf meine Liste schauen. Denn Gerüchten zufolge soll das eines der besten Feuerpals sein. Wenn ich mich jetzt nicht irre, sind Feuerpals effektiv gegen Gras, klar. Und gegen Eis. Das wäre natürlich sehr nice gegen Frostellien. Wir werden jetzt auch direkt durchdüsen zum nächsten Pall. Dadurch, dass er Feuer ist, ich muss mal eben schauen. Wir haben hier die Ignis-Variante von Jornumtide. So, das passt. Ungefähr in dieser Richtung kommen wir dann auch an bei der nächsten Höhle. Ja, die Kämpfe sind schon ein bisschen härter. Aber wenn ich jetzt noch mal so ein bisschen in die Ausrüstung investiere, dann sollten wir auf jeden Fall auch besser performen in Bezug auf Überleben. Ich könnte natürlich auch eine neue Waffe mir reinziehen. Theoretisch auch die Panzerfaust. Ist das da unten der Höhleneingang? Sieht danach aus. Ich glaube, beim Vorbeifliegen habe ich das Ding ein bisschen falsch gesetzt. Dann setzen wir das hier mal eben um. Ich habe jetzt natürlich auch so gut wie nur Feuerpals dabei. Hier habe ich noch Pflanze. Ist nicht so gut. Feuer, Feuer, Feuer. Ja, sehr feuerlastig. Ah.
Da ist er. Ja, hätte ich eine dickere Waffe, könnte ich auch einen besseren Opener machen. Diese 72. So, der hat zum Glück auch nicht so viel HP. Greift aber schon mal mit einem dicken AOE an. Und hat mir mein Schild schon kaputt gemacht. Nice. Das Ding habe ich nicht gesehen. Ja, das war jetzt aus Versehen, falschen Knopf gedrückt. Also allein auch vom Style her würde ich ihn gerne haben. Der sieht sehr cool aus. Ich muss mir dann aber auch nochmal anschauen, welche Fähigkeiten sehr nice sind, wenn es dann ums Züchten geht. Sollten natürlich auch nur Fähigkeiten sein, die den Angriff erhöhen. Also nicht nur unser Pall steht hier so ein bisschen verpeilt teilweise in der Gegend rum, sondern er auch. Oh. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie es unserem Pall geht. Okay, mit Gigasphäre brauchen wir es gar nicht erst versuchen. Die Terrasphäre könnte auch funktionieren, okay. Aber ich glaube, da sollten wir auch dann später die legendären Sphären nutzen. Okay, also auch kein Selbstläufer, der gute Mann hier. Dafür ist er jetzt erledigt. Ich glaube, wir düsen gleich einmal weiter zu Anubis, denn er ist auch sehr nah an dem Waypoint dran, wo wir uns hin teleportieren können. Jet Dragon, der wird, glaube ich, auch noch mal ein bisschen heftig werden. Nice. Dadurch, dass er hier hinüber ist, können wir natürlich nicht fliegen. Dann werden wir mal auf unserem guten Freund hier reiten. Anubis müsste Erde sein. Das heißt, wir können da auch komplett
aus unserem Repertoire schöpfen. Wir haben dort keinerlei Einschränkungen. Eventuell ist unser Dino hier für Anubis sogar die beste Wahl. Ich kenne mich da jetzt auch bei den Elementen nicht ganz so sehr aus, aber ich würde potenziell sagen, Erde, ach Quatsch, Gras gegen Erde. So, da haben wir ein bisschen EP und hier haben wir antike Punkte. Das heißt, ah nee, 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 das wollte ich gar nicht. Wir haben jetzt 4, sehr schön. Das heißt, die Brille können wir freischalten. Es wird dann auch interessant sein, ob die Brille einfach nur ein wichtiges Item ist, was wir einmal herstellen und dann quasi so wie der Futterbeutel auch passiv in unserem Inventar drin liegt oder ob wir die Brille wirklich anziehen müssen, um dann auch zu sehen, wie die entsprechenden Werte der Pulse ausschauen und dann natürlich auch, ob wir die Werte so in Fight sehen oder ob wir erst das Pulse fangen müssen, um dann nochmal einen tieferen Blick in die Werte zu bekommen. Ja, einmal außenrum würde funktionieren. Da oben. Okay, hat funktioniert. Knapp, aber funktioniert. Und dann düsen wir mal weiter. Holz brauchen wir zwar nicht, aber egal. So, den haben wir auch. Genau, da habe ich mein Lager für Kohle. Und den guten Anubis habe ich da hinten schon so oft gesehen, weil ich mir auch hier häufig das Kohlevorkommen genehmige. 4200, okay. Ja, shit, ich hätte vielleicht vorher nochmal unseren Vogel, der down ist, wiederbeleben sollen. So, Dino, greif ihn doch an. Dino sieht da so ein bisschen eingefärcht aus. Sehr schön. Aber Bushi ist auch eine Glascannon. Ja,
Ja, der Dude ist aber ziemlich fix unterwegs. So, wenn zwei Giganten kämpfen, wie King Kong und Godzilla hier, dann können wir natürlich auch wieder wunderbar looten. Ah, okay, das kann ich natürlich auch machen. Mich hier hinter so ein bisschen verstecken. Und wenn er meint, seinen Ball auf mich zu ballern, dann trifft er den Baum. Okay, da haben wir, glaube ich, einen Bug. Aber auch ohne Bug hätten wir das schaffen müssen. Seinen Angriffen kann ich auf jeden Fall deutlich besser ausweichen als von den anderen Viechern. Okay, ja, auch hier werden wir mit dem Giga-Ding nicht weiterkommen. Also Terra auf jeden Fall. Den haben wir also auch erfolgreich umhauen können. Ich habe jetzt nicht ganz gesehen, was wir da als Belohnung bekommen haben. Aber können wir dann später auch aus dem Palpedia uns ziehen. So, wir brauchen einmal die Box. Sagen weg. Dann lege ich mich gleich einmal... Ah, shit, ich glaube, ich habe kein Bett. Gut, dann machen wir eben kurz eine kleine Pause und dann geht's gleich nach 10 Minuten weiter. Die Pause ist um, wir machen weiter. Und als nächstes, ich glaube, Jet Dragon und Frostellion werden wir uns für den Schluss aufbewahren. Palladius Stufe 50 ist auch noch am Start. Okay, ich glaube, wir nehmen hier erstmal hier Yharnamthite. Zwei Stück haben wir davon. Beide auf 45. Aber einer reicht uns vollkommen aus. Und ich glaube, unser Dino ist sowieso perfekt für ihn gedacht. Er ist Drache und Wasser, meine ich. Und wir haben hier Drache und Gras. Drache gegen Drache ist egal, aber Gras gegen Wasser sollte effektiv sein. Oh, sehr schön. Niemand ist zu Schaden gekommen durch diesen grandiosen Sprung. Wunderbar. Ich hätte nämlich gedacht, dass wir gegebenenfalls beide killen. Ist er groß genug oder schwimmt er so interessant? Egal. Oh, 4000 HP. Gar nicht mal so wenig. Dino?
Ja, ihr beiden müsst euch kloppen. Notfalls nehme ich hier die, das kleine Vieh weg. Wenn es sein muss. Okay, es muss sein. Boah, jetzt kommen hier auch noch... Das größte Problem sind hier auch sogar noch die ganzen Viecher, die unterbrechen und sich in den Kampf einmischen. So, sehr schön. Das heißt, wir können uns um unseren eigentlichen Gegner kümmern. Ich muss mich hier erstmal verstecken. Schild ist weg. Kratzt mich immer mal wieder an und dann geht der Timer für das Schild wieder auf 0. Dadurch, dass er hier 45 ist, hätte ich eigentlich gedacht, dass wir leichteres Spiel haben. Nee, Feuer wollte ich eigentlich nicht. Nehmen wir mal hier seinen Bruder. Ich glaube, ich muss den Baum mehr nutzen. Ja, ich habe das Vieh auf jeden Fall unterschätzt. Und dann auch noch der schlechte Start mit den ganzen Viechern, die uns am Anfang angegriffen haben. Ja, super. Bei dem Strahl habe ich ein paar Problemchen. Unser Schild geht zu einem Drittel weg. Ist jetzt nicht allzu viel, aber wäre natürlich schöner, wenn gar nichts weggehen würde. Und ich glaube, wir sollten vielleicht auch demnächst mal anfangen, Essensbuffs zu nutzen. Gerade dann, wenn es hier um die dickeren Weltbosse geht. Er funktioniert auch so, aber auf aktuellen Gearstand und all dem, was wir so haben, das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Und da sollten wir alles an Buffs mitnehmen, was wir so kriegen können.
So ist das. Du versteckst dich hier auf dem Baum. Hat dir nichts gebracht. Wunderschön. Okay, gut. Dann sind wir hier durch. Das Ding da hinten brauchen wir eigentlich nicht. Aber jetzt, wo wir schon hier in der Nähe sind und es auch sehen, nehmen wir es mit. Also Fangwahrscheinlichkeit bin ich überall beim Maximum. Das ist gut. Ich habe auch zwischenzeitlich nochmal geguckt. Also die Terrasphären sind gar nicht mal so teuer. Zement habe ich auch schon in Auftrag gegeben. 500 Stück, damit wir da auch neue Sphären nachbauen können. Es gibt noch zwei höhere. Also neben der Terrasphäre gibt es noch die Gigasphäre. Und dann kommt nochmal die legendäre. Also kann man die Fangwahrscheinlichkeit noch deutlich noch, ja nicht deutlich noch umschrauben, aber noch ein bisschen noch umschrauben. Eventuell vielleicht auf 10-15%. Den Ring muss ich mir auch nochmal kaufen. Und dann ausprobieren. Klar, wenn wir Damage machen, müsste er auf jeden Fall funktionieren. Cool wär's, wenn es auch für unser Pall greift. Also wenn unser Pall angreift, dass er dann das gegnerische Pall nicht töten kann. Das wäre ideal, weil dann könnte er theoretisch noch den ganzen Damage fressen, die der Pall auf ihn raushaut. Und wir können in aller Ruhe fangen. So, Stufe 44 wäre nice. Hier haben wir 45. Die hier oben werden wahrscheinlich ziemlich heftig werden. Aber okay, das Easygoing-Gedöns ist alles. Nein, stimmt. Hier haben wir nochmal eine Biene. Ich habe gestern, vorgestern gesehen, dass hier eine Höhle ist. Schauen wir mal, ob diese Höhle uns zu unserem Ziel bringt. Danach werden wir, glaube ich, Frostellion machen. Ach genau, hier Palladiumbrocken brauche ich auch sehr viele. Die gehen mir nämlich langsam aus, beziehungsweise die hatte ich nie wirklich gehabt. Ja, also diese Höhle habe ich gestern, vorgestern so um den Dreh ganz zufällig gefunden und dachte mir, okay, das muss doch der Eingang sein für diese Biene. Ich glaube, nach der Biene machen wir wirklich Frostellion, weil wir sehr viel Feuer dabei haben. Von daher können wir notfalls auch wunderbar durchrotieren. Und Jet Dragon wird dann der Letzte im Bunde werden. Und dann habe ich auf jeden Fall schon ein bisschen was, was ich abfarmen kann. Diese Weltbosse haben ja potenziell auch die Möglichkeit, legendäre Rezepte zu droppen. Ah, sieh mal einer an. Hier ist auch so ein Ding. Also legendäre Rezepte zu droppen für Ausrüstung und Waffen. Chillet hat mir bislang etwas eingebracht. Also ich hatte zwei Rezepte. Einmal die ganz billige Stoffrüstung auf legendär. Und ich weiß gar nicht, was das andere war. Das war eine Waffe. Entweder Pistole oder irgendwas Bogenmäßiges. Ach, die haben geschlafen. Und jetzt habe ich sie geweckt. Nice. Das habe ich richtig gut hingekriegt. Was haben wir hier? 3%. Und ich bin auch noch vergiftet. Nice.
Shit. Das war richtig dumm. Ich hasse diese Drecksviecher, die explodieren. Sei es jetzt hier diese komischen kleinen Vögelchen, diese Dodos oder diese Bienen. All diese Explosionsviecher sind die Pest. Ich war mir aber ziemlich sicher, dass unser Pal alles platt gemacht hat, was ansatzweise in der Nähe war. Also seine beiden Wachen. So kann man sich täuschen. Was uns jetzt quasi noch fehlt, also die beiden können wir ohne weiteres so betreten. Ich meine, er hier müsste auch in einer Höhle sein. Von oben haben wir ihn nicht gefunden. Vielleicht eventuell von hier, dass es da so eine Höhle gibt oder von der anderen Seite. Dadurch, dass wir jetzt ein paar mehr Pals, Weltbosse in einer Höhle gefunden haben, ist das System auf jeden Fall klarer geworden. So, du schnappst dir erstmal diese drei hier. Davon gibt es ja eine weibliche Variante und einmal eine männliche. Irgendeiner von denen fehlt mir. Von den Dingern haben wir genug. 1000 sind auch noch in der Truhe. Also jetzt ruhig hier mal so ein bisschen was hin und her werfen. Wenn wir was fangen, umso besser. Wenn nicht, ist es so. Ne, davon haben wir schon was. E-Guard. Aber die Biene, die müsste das, glaube ich, sein, die uns noch fehlt. So, ein Schuss, dann wieder draufwerfen. Unser Pal packen wir mal ein. Rüstung schon wieder beschädigt. Naja, diese Explosionsdinger, die machen ordentlich Damage auf die Rüstung. Sehr schön. Genau, und das Ding hat mir auch noch gefehlt. Umso besser. Das passt. Ah, okay, der Heiltrank ist gar nicht ein richtiger Heiltrank, sondern er hat 500 HP. Ne, 600 HP, aber nur 5 pro Sekunde. Also quasi ein Hot. Gibt es auch noch als etwas schwächere Variante. Hergestellt habe ich sie bislang noch nicht, nur aus den Truhen herausgezogen. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt nochmal eben zurück in unser Lager. Eben die Rüstung reparieren. Waffen reparieren. Dann geht's zu Frostellion. Und dann noch zum Jet Dragon. Und wenn wir das jetzt noch geschafft haben, also Frostellion müssen wir unbedingt umhauen, damit wir dann weiter zu Jet Dragon gehen können.
Und dann habe ich auf jeden Fall etwas, was ich entspannt abfarmen kann, weil bis ich alle gekillt habe, sind die dann wieder gerespawnt. Eine Stunde ist ja der Respawn-Timer. Man kann, glaube ich, auch in den Einstellungen das Ganze noch beschleunigen. So, Honig müssen wir genau da rein. Rüstung ist kaputt, der Rest sieht gut aus. Ja, hier wollen die auch ziemlich viele Bauteile sehen. Aber in den letzten zwei Tagen habe ich da auch ein bisschen was nachgefarmt. Gut, dann geht es hier einmal weiter. Genau, der hier müsste, glaube ich, auch noch in einer Höhle sein. Ich habe ihn an der Oberfläche bislang noch nicht finden können. Weiß aber aktuell auch nicht, wo seine Höhle ist. So, genau rechts über den Berg müssen wir. Aber das passt. Wäre ich direkt nach rechts rüber gegroovt, dann könnte ich da auch direkt rüber fliegen. Ich war mir jetzt nicht sicher, dadurch, dass ich das Ding hier noch nie geflogen bin, ob die Ausdauer ausreicht von ihm hier. Das eine nehmen wir mal mit. Wer weiß, was da drin ist. Ein Eismammut fehlt mir auch. Und da unten haben wir die Fläche. Genau dort haben wir ihn, meine ich, das letzte Mal gesehen. Wir haben eine Terrasphäre. Die wird uns jetzt aber nicht so viel bringen. Es sei denn, wir machen den goldenen Catch. Oh, 13.000. Shit. Okay, das ist HP-technisch auf jeden Fall eine andere Hausnummer. Da wollte ich rangehen, eventuell nochmal einen Heiltank oder irgendwas abgreifen. So, und hier werde ich mich, glaube ich, eher verstecken müssen und hoffen, dass meine Pals das regeln. Ja, wirklich viel Damage machen wir jetzt nicht. Aber wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, hat er an unserem Fall 1000 Damage gemacht mit seinen Flügeln. Ja gut, ah shit. Ich wollte sagen, solange wir hier nicht viel Damage reingedrückt bekommen, haben wir immer noch die Möglichkeit, die Pals durchzuwechseln. Wir haben hier genug Feuerpals dabei.
Im Endeffekt muss ich ja eigentlich nur am Leben bleiben. Okay, Frostellion macht auch Blitzangriffe oder wie? Ah, shit, zu spät. Oh, knappen Viertel haben wir schon mal weg. Oh, und da steht legendäres Eis raus. Also haben wir hier ein legendäres Pall. Ja, shit, er ist hinüber, ne? Da war ich ein bisschen zu gierig. Also er ist definitiv machbar, weil ich auch einigermaßen gut seine Angriffe ausweichen kann und absorbieren kann. Oh, Bushi hat jetzt richtig viel Damage gemacht. Ja, da habe ich eben auf jeden Fall mit Ignis ein bisschen gefailt. Shit. Ich wollte gerade sagen, Glück gehabt, weil ich keine Ausdauer hatte. Aber da hat er dann... Habe ich nicht gewusst, dass das Ding nochmal explodiert. Okay, gut. Dann haben wir den Dude auf jeden Fall schon mal kennengelernt. Auf jeden Fall machbar. Mit viel Konzentration. Mit sehr viel Konzentration. Okay, dann werden wir uns nochmal ihn hier anschauen. Ich habe jetzt eine natürlich wieder das Problem, dass ich ein totes Pall dabei habe. Aber okay, so ist das Leben. Ich glaube, der gute Jet wird sowieso der letzte für heute sein. Beim nächsten Mal machen wir aber weiter. Ich werde dann nochmal schauen, dass wir vielleicht den ein oder anderen, den wir jetzt heute gesehen haben, dass ich die nachfarme und dann vielleicht sogar auch fange. Dann natürlich nochmal schaue, dass ich meine Ausrüstung verbessere. Rüstung auf jeden Fall. Eine Waffe weiß ich noch nicht. Meine Hoffnung ist, dass ich von den Pals ein Rezept bekomme, um dann auch gleich die legendäre Variante herzustellen. Die ist bezüglich der antiken Bauteile ziemlich hoch, aber abgesehen von den antiken, das ist schon wieder so lange her, macht es, glaube ich, aber keinen bis wenig Unterschied. Ich bin mir da jetzt aber nicht sicher.
So, wo ist er? Wir würden quasi auf ihn zusteuern. Da hinten in dem Steppengebiet müsste er dann eigentlich sein. Na, schade, dass die keine dicken Sphären droppen, weil dann könnte man sie farmen für gute Drops und in dem Fall dann auch Sphären und natürlich auch die legendären Rezepte und sowas alles. Und gleichzeitig würde man auch noch die dicken Sphären bekommen und wenn man oft genug die Viecher abgefarmt hat, sollte man dann auch genug haben, um sie zu fangen. Gut. Ah, nee, doch, da ist er. Ich wollte schon gerade sagen, dann ist er wahrscheinlich auch in einer Höhle. Ja, nice. 11.000. Der wird wahrscheinlich auch ziemlich heftig werden, wie Frostellien. Achso, ich dachte, ich hätte ihn schon einen in den Hintern gejagt. Oh! Der erste ist schon kampfunfähig. Keine Ausdauer mehr, shit. Okay, wir sind kurze Zeit drinne und ich finde ihn jetzt schon verdammt schwer. Er sollte seinen Blitz machen, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Ah, nee, doch, jetzt macht er ihn. Also, er hier ist definitiv auch machbar, aber mit sehr viel Konzentration. Und ich brauche hier auf jeden Fall. Oh shit, der ist schon down. Nee, ich brauche auf jeden Fall andere Pals. Der ist auch down. Wow, okay, gut. Wow. Beim nächsten Mal werden wir uns Frostellien
und Jetdragon auf jeden Fall nochmal anschauen, weil die schon ziemlich hart waren. Ich muss hier erstmal um mein Leben laufen. Also die beiden stehen noch auf unserer Liste, plus die, die wir noch nicht umgehauen haben. Von daher werden wir weitermachen. Es wird nicht so lange dauern wie beim letzten Mal. Also diese paar Wochen oder paar Monate wird es nicht dauern. Wir werden uns das definitiv eher und zügiger anschauen. Alle Pals sind tot. Heftig. Aber mit der richtigen Ausrüstung, mit den richtigen Pals, werden wir das, denke ich, hinbekommen. Aber nicht heute, sondern beim nächsten Mal.